Willkommen zurück zu Croc 2. Ja, auf der Suche sind wir jetzt nach dem Puzzleteil. Und ich weiß noch, glaube ich, dass das hier ein Labyrinth ist. Das könnte eine Weile dauern. Ne, da ist er. Aber wir müssen den Schlüssel finden. Ah. Oder doch nicht. Okay, dann aber glaubt mir, es kommt da noch mal so ein Labyrinth. Das weiß ich noch, weil da bin ich voll irre geworden, weil ich da ewig gesucht habe. Yeah. So, na gut, dann sammeln wir hier mal die letzten Zähne ein, wenn wir sie finden, heißt das. Ah, hier sind auch noch welche. Aua! Könnte mal absteigen. So, dann haben wir das ja auch schon. Dann haben wir den. War das jetzt hier hinten gewesen? Nee. Da ist noch ein Bösewicht. Ey, wie weit kann der schießen? Wie Sau. Hier war das gewesen. Haben noch 6 Stück, aber da weiß ich schon, ich muss dann weiter zurückgehen. Aber ich brauche trotzdem noch einen Schlüssel dann für den anderen Käfig, der da unten irgendwo stand. Als nächstes werde ich mal da lang gehen, wo wir den einen Stein gerade aufgesammelt haben. Ich denke mal, da könnte vielleicht auch noch welche sein. So, Rinder, ihr habt da ein bisschen Bauklötzer. Wenn ich zu euch mal hinspringen, ne, die wollen nicht zu euch. Die habt ihr schon massakriert. So, bin ich hier lang gegangen, ne? Ne, das war jetzt das. Das war hier hinten. Da noch was oben. Ach ne, da hatten wir ja den einen gefunden, stimmt. Kriegst du den auf den Sack, Alter. Waren wir hier schon drin? Ach ja, das ist ja wieder... Okay, hier sind wir wieder beim Anfang. Ist nicht schlimm. Aber hier beim Anfang war der Käfig nicht gewesen? Doch, hier, sag ich doch. Ja, hab aber jetzt keinen Schlüssel. So. So, mal gucken. Und da war ja Sackgasse gewesen, ne? Genau. Okay, dann müssen wir weiter höher wieder. Kann ja dann nur hier noch irgendwo. Kann ich hier eigentlich auf die Dinger rauf? Ja, kann ich. Schlüssel! Wo steckst du? Hm, hier sind ja noch nicht viele drin. Waren wir hier schon drin? Ah ja, hier waren wir drin. Hier war das ja mit dem. Hier war auch ein Schlüssel zu finden. Genau. Dann müssen wir hier durch. Da oben ist auch keiner. Hier sind aber zumindest Steine. Hier hatte ich bloß einen reingeschmissen. Ach, jetzt weiß ich, wo wir die Rest finden. Und wir gucken, wie wir da hochkommen. Erstmal hier unten alle abmurksen. Okay.
geht denn das hier? Aber auch lustig, dass da vorne Schatten ist, ne, und nur so ein gewisser Umkreis sich immer aufbaut. Machen wir hier hinten. Hier ist doch wieder so ein... Oder ist das die Brücke gewesen? Nee, hier ist ja eine Treppe. Okay, wir sollten aber hier oben bleiben. Denn ich glaube, die restlichen sind hier oben zu finden. Das war hier über mir. Der hat gerade so geschrien wie der von Spyro mit den der Eier, die wir. So, ich denke mal hier. Alter. Sau. Kann gleich noch hier ein paar Diamanten mitnehmen. Dann kommen wir zum guten Onkel. Der bringt die in Sicherheit. So, wo war jetzt der? Da war er. Hier, bist du nicht mal alleine? Jetzt werde ich erstmal den hier unten, den Unhold. Wo ist er? Hinter mir. So, den habe ich gegeben. Dann wieder hier hoch. Ich guck mal, warte mal. Da oben ist ein Herz. Sehr schön. Der ist auch wieder da. Geh weg. Lauf rüber. Ich muss es so schaffen, da rüber zu springen. So. Noch vier Stück und dann haben wir alle. Allerdings hoffe ich, dass hier oben noch ein Schlüssel rumliegt, hier oben auf dem Ding. Weil ich wüsste sonst nicht. Der ist schon wieder da. Scheiße. So, dann einmal nochmal hier hoch. Nein! So. Geh weg! Gehen wir mal hier, da kann man da auch noch überspringen. Boah, ich verliere hier noch die ganzen... Na, komm mal mit. So. Jetzt hat die Musik aufgehört. Die spawnen andauernd wieder. Der aber noch nicht hier. Da kann ich auch noch hin. Hier muss ich den Kleinen erstmal wegbringen. So. Ja, zwei Stück. Einen werde ich wahrscheinlich da oben noch finden und einen muss ich im Schlüssel eigentlich noch haben. Ah, der hier vorne spawnt gar nicht mehr. Ich glaube, wenn man die... Nee, und da waren wir doch schon. Ach, wo ist denn der Schlüssel? Komm her, du, in der Ecke. Babys, wo seid ihr? Hier oben war ich schon, hier die Treppe runter, ne? Ja. Gehen wir mal zurück. Mal hier am Rand lang, ob hier irgendwo noch woanders lang geht. Hier geht's noch lang.
Auch Treppe runter. Der Schlüssel. Kommt man hier noch irgendwo rein? Nee. Hier auch nicht. Boah. Das könnte jetzt dauern. Die letzten zwei plus ein Schlüssel, also ein Schlüssel. Ich wüsste ja dann, wo eins ist, ein Baby, aber ein Schlüssel fehlt ja noch. Okay, dann gehen wir mal hier hinten runter die Treppe. Obwohl ich glaube, dass wir von hier schon mal gekommen sind. Ja, hier waren wir ja auch schon. Da oben war ja der letzte Stein, ne, gewesen. Kann ich vielleicht von da oben ein bisschen mehr sehen? Nee, ist das schwarz wie die Nacht hier. Irgendwo haben wir was vergessen. Dann die Treppe wieder hoch. War ja auch nichts mehr. Nee. Ah, das ist die andere Treppe, glaube ich. Nee, das ist dieselbe, ne? Mit dem Bogen hier oben. Haben die den Schlüssel versteckt? Gibt's doch gar nicht. Ja, momentan bin ich ein bisschen ratlos. Alles nur Verbrecher. Da sind wir da vorhin schon rumgegangen. Ich wollte doch jetzt mal die andere Treppe, aber hier war da irgendwo noch eine Treppe. Hier hinten. Dann sind wir aber jetzt hier wieder. Ist immer noch die Frage, wo der Schlüssel ist. Da oben ist noch einer. Okay. Hey. Wunder. So, jetzt brauchen wir nur noch den Schlüssel. Weiß. Hier drin waren wir ja schon gewesen. Da war ja der Schlüssel hier oben. Vielleicht ist da jetzt noch einer gespawnt. Na, glaube ich jetzt nicht. Nee. Hier hinten war ja auch Sackgasse, ne? Zurück. Das ist schon so ähnlich wie ein Labyrinth, aber da kommt später dann noch, das sieht genauso aus, da rennt man sich auch fast dumm und dämlich. Ich weiß jetzt nur nicht, wann das kommt. Hier war ja auch nichts drauf, ne? Thank you.
auch drauf gewesen, oder? Kommt man nicht hoch. Jetzt sind wir in dem Bereich wieder, ja. Gut, ein Baby haben wir gefunden, jetzt suchen wir einen Schlüssel. Und hier oben war ich ja auch schon drauf, wo das Herz war. Überall jetzt schon mindestens dreimal lang gerannt. Gib den Schlüssel her. Ihr Bande. Da ist er. Ich hab ihn gefunden, Leute. So komme ich nicht hoch, alles klar. Deswegen haben sie hier so ein Ding noch hingestellt. Gott sei Dank. Sind wir jetzt hier unten im ersten Bereich? Dann kann ich da. Nee, das ist nicht der erste Bereich. Nach Hause finden, also zum, wo es der Käfig stand. Das war auf jeden Fall im ersten Bereich. So, doch hier runter. Ist wahrscheinlich bloß die eine Treppe hier, ne? Zack, zack, zack. So, von hier aus waren wir wahrscheinlich da hinten irgendwo. Auch noch runter. So, jetzt sind wir hier im Anfangsbereich und dann müsste hier der Käfig sein, ne? Hier um die Ecke. Ne, hier nicht. Eins weiter. Hier. Nee. Hier auch nicht. Hier. So, letzte Baby gefunden. Ja, die Welt zu 100% abgeschlossen. Wunderbar. Ihr habt doch noch Artgenossen. Ja, wegen dem Stein da oben, das ist mir jetzt egal. So, wir können raus. Lang genug gedauert. Ich mag ja so eine Level nicht, wo das so ein bisschen labyrinthmäßig ist und man sich da andauernd... Danke, Krog, du hast sie gerettet. 30 Babys, alter Schwede. Habt ihr noch andere Hobbys? So, und jetzt müssen wir das, warte mal, jetzt haben wir den gemacht. Moment, ist da auch das... Ja, das schwebt da. War ja hier hinten noch das, ne? Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part, weil das könnte auf jeden Fall auch noch etwas länger dauern. Muss ich denn noch was einkaufen gehen? 4 davon, 3 davon, 5 davon, 6 davon, ne, einkaufen brauche ich nicht. Ja. Maschine über dem, habe ich zwar schon mal vorgelesen, über den Wasserfall versorgt unser Dorf mit Energie. Jetzt macht sie komische Geräusche und blinkt vor sich hin.
Und der Erfinder ist nicht da, um sie auszuschalten. Krog wird sie ausschalten. Okay, wissen wir schon mal Bescheid. Na gut, dann sage ich mal an der Stelle, Part ist jetzt nicht allzu, na gut, 20 Minuten sind ja trotzdem geworden. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Krog 2 und wir kommen dem Ende immer näher. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.